Das wäre übrigens, glaube ich, die erste Animal Crossing-Aufnahme, die 6 Folgen nach sich zieht. Oh, nicht am Rasten heute. Nur 5 Minuten. Naja, nee, komm. Und wie warst du Narr? Der Präsident hat was? Wie viele Schulden so ein Monster? Reich mir Salz. Wie warst du Narr? Der Präsident hat so viele Schulden. Nur 5 Minuten, 4:30. Nur 5 Minuten, 4:30. Kann ich satt kein bisschen mehr? Oh, okay, einen noch. Fahren auf den Mond. Wie kam sie nur dorthin? Huch, wo bin ich? Ich bin auf einem seltsamen Planeten abgestürzt. Faszinierend. Ich habe die Aufmerksamkeit der Lebensform dieses Planeten geweckt. Größe und Masse des unförmigen Kopfes lassen darauf schließen, dass auf diesem Planeten eine geringere Gravitation herrscht. Ich muss mit diesem Wesen kommunizieren und seine primitive Sprache lernen. Kind Ding. Ich bin ein Reisender von einem weit entfernten Ort. Der Seemann des interstellaren Ozeans. Nicht des installierten Ozeans. Man nennt mich Gulliver. Ich komme aus dem, was ihr Weltraum nennt. Ich war auf einer wichtigen Mission für mein Volk. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Feuriger Meteor schlug in mein treues Schiff ein. Ja, Meteor. Klar. Jetzt war ich zu einer Bruchlandung auf diesem Planeten. Der Weltraum ist nichts für Feiglinge. Das kalte Nichts steckt voll an Gefahren. Haha, aber das hier ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist mein Raumschiff. Weißt du, es ist das neueste Modell, die Schrecke 5000. Es war eine harte Landung. Es ist so furchtbar, nur noch ein Haufen Schrott. Nein, das will ich nicht glauben. Das kann ich nicht glauben. Ich habe viel zu viel Geld investiert. Ich muss sofort reparieren. Das waren 200 Weltraum-Dollar. Das wären ungefähr 3,7 Milliarden Sterne. Sag mir, du freundliches Ding, kannst du mir die fehlenden Teile für die Strecke 5000 suchen? Oh, welch froher Tag, vielen Dank, wenn doch alle nur selbstbereit werden. Ich denke, die Teile meines Raumschiffs sind über die Stadt verstreut. Ja, Frieda, guck nicht so blöd, ich bin am Arbeiten. Das ist ein UFO-Teil. Und da ich keinen Platz mehr habe, werde ich mal kurz daheim die Dingsulinen ablegen. Und dann können wir weiter gucken. Übrigens, der Schneemann gibt uns was, aber das kommt morgen per Post, soweit ich weiß. Wie auch immer, ich meine, das hinterfrage ich nicht, Schneemann Post verschicken kann, aber interessiert mich nicht. Hauptsache, ich krieg was von ihm. Beziehungsweise nicht morgen, aber halt das nächste Mal, wenn ich spiele. Klar. So, dann kommt das Zeug erstmal rein. Und irgendwann kann ich einfach 170 Millionen Dingsulinen in einen Raum stellen. Wär doch richtig geil, oder was? Azurregal kann oben hin. Die Gießkanne kann weg. Was hier muss ich abgeben. Schleuder kann ich in die Hand nehmen. Falle kommt auch in Müll. Was war das? Der Ritterhelm. Nee, brauche ich auch nicht. Ich meine, andererseits, ne? Ich bin Sir Schwanzelotten. Entschuldigung. Nein, es war ein Witz. Sir T. Loni sollte es, glaube ich, auch tun. Das war schon wieder so traurig gerade, ey. Unfassbar. Ja, es schlägt 12 oder 17 Uhr, je nachdem. Azurregal. Immer wenn ich Azurregal sage, muss ich an Azumarill denken. Das ist unglaublich. Damn you, Pokémon. So, dann kann hier irgendwas hin. Oder auch nicht, je nachdem. Warte mal, wir machen es anders. Hier kommt das Regal hin. Die Kommode dafür hier hinten, weil an das Regal muss ich nicht ran. An die Kommode muss ich eben schon ran. So, der Rest, der Rennfahrhelm kommt in die Kommode, in mein Inventar. Hier rein. Kann ich das auch mal richtig sortieren? Nee, das hat mich schon immer genervt. Ja, aber das konnte man wirklich mal machen. Und jetzt haben wir auch Platz für 5 UFO-Teile. Sir Lonilot. Zu ihren Diensten. Yay. Dann schauen wir mal mit neuer Musik, weil es ist 17 Uhr, gerade vorbei. Wo sind denn die UFO-Teile? Gib mir die UFO-Teile, bitte. Spiel. 5 Stück müssen es an der Zahl sein, so hat zumindest das Internet gerade gesagt. Nummer 2. So, hier ist nichts. Stimmt, die ist weggezogen. Jetzt sehe ich es auch, weil hier waren Blumen. Aber hier sind Blumen. Aber die sind halt nur. Also die sind halt wirklich um Haus angeordnet, das sieht man, glaube ich. Sehr deutlich. Ja, und jetzt ist weg. Schade, schade. Schade, schade. Wo ist das letzte Teil des UFOs? Ich will es. Bitte.
haben Leute. Warum sage ich eigentlich, das letzte bin ich schlecht? Die letzten drei vielleicht. So, jetzt sind es noch zwei. Das Blöde ist, wenn es halt genau hinter einem Baum liegt. Das wäre gemein. Ich weiß nicht, ob das geht. Oder ob das Spiel das direkt ausschließt, dass hinter dem Baum nichts liegt. Oder hier hinter Meganook. Ich würde es halt nie finden einfach. Oder wenn, dann nur nach sehr langer Zeit, aber... Das war gerade ein Fehler in der Optik. Ein Knick in der Optik gehabt. Sucht mit mir. Wo ist das letzte Teil des UFOs? Habt ihr es gefunden? Schreibt es in die Kommentare. Ja, oder auch nicht. Da ist noch was vergraben. Das will ich noch haben. Will ich nicht haben. Nicht, dass ich ein Problem damit hätte. Ja, Rudolf ist gut. Ich liebe dich doch auch. Geh weg jetzt. Habe ich hier unten schon geschaut? Ich weiß es nicht. Halt, da ist es. Wunderbar. 5 UFO-Teile für dich. Ich habe noch Post. Seit wann habe ich Post? Oh, das ging schnell. Schneemiel, das hier ging richtig ratzfratz hier, ne? Das ist unglaublich. Ne, pass auf, dann schmeiß den ganzen Rotz hier erstmal weg. Jetzt, ja, wegschmeißen. Meine Güte. Rainer, weg damit. Zack, ADSA, weg damit. Zack, Benny, brauche ich nicht. Sollte ich auch richtig drücken. Und jetzt lesen wir mal von Schneemann. Danke, liebe Bungloni. Diesen Schneeteppich habe ich selbst für dich gewebt. Nur zu nehmen ihn. Danke nochmals für alles. Schmelz nicht, Schneemiel. Und tatsächlich, wir kriegen Schneemöbel. Wir kriegen Schneemöbel. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt keinen freien Raum mehr. Weil in dem Raum da hinten sind schon die Pilzmöbel. Und Pilzmöbel sind auch leichter zu bekommen als Schneemöbel. Da muss halt wirklich, keine Ahnung, 12 oder 13 Schneemänner bauen. Ja, und ich meine... Gibt einfacheres, glaube ich. Jetzt habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Du hast mir 5 gegeben und ich habe 5. Unglaublich. Endlich kann ich die Schrecke reparieren und nach Hause reisen. Ich stehe wie in deiner Schuld und meine Dankbarkeit auszudrücken, möchte ich, dass du dies hier annimmst als Zeichen der Freundschaft zwischen unseren beiden Planeten. Das ist ein fremdes Artefakt von unglaublicher Seltenheit und immensem Wert. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich grüße auch auf. Ich muss meine treue Schrecke reparieren. Morgen früh werde ich zu den Sternen zurückkehren. Es wird eine lange Nacht, aber ich hoffe, du kommst morgen früh, um dich zu verabschieden. Nein, komme ich nicht. Ich bin morgen nicht da, Digga. Moai-Statue. Ja. 1900 Sternis. Wusste ich auch aus dem Kopf. Ist, steht jetzt nicht neben dran oder so. Quatsch. Wem wollt ihr das denn erzählen, Freunde? Ich hab meinen Browser natürlich auch nicht gerade geschlossen oder so. So, warum gehe ich zu Tom Nook, wenn ich doch eigentlich vorher noch Fossilien untersuchen lassen sollte? Ich weiß es nicht. Ja, und was ich mit dem Schneeteppich mache, ich weiß es nicht. Ich könnte ihn behalten, aber... Ich könnte es auch einfach lassen, also. Muss ich, glaube ich, gucken, wie es ja, was sich so ergibt. Und beim Rest, da schauen wir mal. Erstmal Eugen. So, wenn es 2 Fossilien sind, dann spule ich nicht vor, bei 3 tue ich es doch. Komm, erfahren, komm, erwarten. Es sind 2, okay, dann machen wir das schnell. Davon ist mindestens mal einer doppelt, dann... Und dann kann ich zu Tom Nook und mir mein Geld abholen. Ein haben wir schon 100%. Die beiden Teraflügel haben wir schon. Aber es nervt halt jedes Mal wieder, es ist schlimm. Noch was anderes zeigen, sehr gerne. Das ist eben das Problem, in Anführungsstrichen. Aber es hat man ja bei allem, was man sammelt... Es ist am Ende immer irgendwas doppelt. Und es wird immer weniger Neues dazukommen. Das ist ja ganz intuitiv. Haben wir auch schon. Iguanotorso. Es ist zwar ganz gut für die Geldbörse, aber schlecht für die Sammlung, die man vollenden möchte. Und man könnte das auch ausrechnen. Man könnte das auch ausrechnen mit... Oder wie viele Fossilien man im Durchschnitt braucht, um die Sammlung vollzukriegen. Könnte man machen. Aber ich mach's einfach nicht. Weil ich habe jetzt keine Lust drauf, das rauszusuchen. Vielleicht kann ich das nächste Mal meine Ergebnisse präsentieren, aber erstmal nicht.
Nein, mein Freund, ich werde zu den Sternen zurückkehren. Ich muss meine Hausaffen Sputnik füttern. Ja. Glückwunsch. Wie ist der Affe, den wir hier hatten? Dieses Gorilla-Teil. Ich hab den Namen vergessen. Aber vielleicht ist das Sputnik inzwischen. Wer weiß. Ich stehe nur vor dir, ich will dich mit A nicht ansprechen. Das ist Quatsch. Wer behauptet denn sowas? So. Es gibt 1900, es gibt das. 8000. Oh, 99. Ja, kannst du machen. Das war alles. Yo. Haben wir das erledigt? Dann kann ich noch kurz was in die Hand nehmen von dem Zeug. Sieht so ungewohnt aus, wenn die vier Werkzeuge sind. Und ich nichts in der Hand habe. Das sieht einfach komisch aus. Deswegen machen wir es so. Übrigens, Kabuki, ich hab einen Alien abgeschossen und dann trotzdem gerettet und er merkt es nicht. Was sagst du dazu? Hey, du bist es, Miau. Und das wär's ehrlich. Und jetzt, was willst du eigentlich von mir, Miau? Ich sehe mir was. Hör zu, Teruloni. Träume sind ein wichtiger Teil des Lebens. Ich träume davon, einen Riesenberg Thunfischhäppchen zu essen. Schreib mal Thun nicht mit H zwischen dem T und U. Hat die Fresse. Und dann noch Berge von Mondkuchen zu essen. Oh, ist das so unrealistisch? Nein, natürlich nicht. Cornelia, auch dich speise ich hier gerne ab. Wie geht's? Achso, nee, wie geht's? Du redest ja nochmal. Ich lasse in einem Kinderbuch, dass gute Freunde manchmal ihren eigenen geheimen Gruß erfinden. Warum erfinden wir nicht einen solchen Gruß? Ja, gut. Nimm einen Spruch, der mich nicht dumm klingen lässt, okay? Mein Ding. Okay, das hat man, glaube ich schon. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe immer wieder... Es fehlt der Ansatz. Es fehlt so die zündende Idee. Das war auch nicht übertrieben betont. Warte, wie viel Platz habe ich denn? Oh, das muss ich zählen. Warte, wie gehe ich denn nach drüben so? Ja. Ach nee, ist zu kurz. Ne? Nee. Ich wollte so Sprüche nehmen, ja, das ist jetzt blöd, oder musst du selber wissen, aber die sind einfach alle zu lang. Und deswegen konsultieren wir jetzt die Loni-Maschine auf slendrmn.de. Gut ausgesprochen, also slendrmn.de/Loni-Maschine. Loni-Maschine. Und wir schauen mal die Zitate durch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Nein. Ganz ehrlich, das muss man auch mal gemacht haben. Bist du echt so breit oder was? Das könnte gehen. Aber es ist wahrscheinlich auch zu lang. Bist du echt so breit? Nee, ist zu viel. Man kann sich auch anpissen, so kann man nicht arbeiten. Das kann man auch alles mal machen. Und wenn ja, wie viele? Na, nee. Sonst noch alles knusper? Alles knusper, das wäre doch was. Alles knusper. So, dann danke ich dem Herrn Nick. Bekannt aus Pokémon Kristall. Dass er diese total sinnvolle Seite am Laufen lässt mit Zitaten von mir. Und deswegen wir uns jetzt begrüßen mit alles knusper. Wo ist die Zeit geblieben? Es ist schon 17 Uhr. Was wolltest du von mir? Wie läuft's? Könntest du was für mich ansehen? Ich brauche deine Meinung zu einem Outfit. Fantastisch. Meinst du, das schmeiß ich mir nur? Das willst du... ja. Dann willst du das Outfit nicht mehr tragen. Mir doch egal. Rudolf. Wolltest du noch was von mir? Nee. Ich will euch belauschen. Als ich klein war, haben mir meine Eltern vor dem Schlafengehen vorgelesen. Das klingt gut. Der wird richtig neidisch. Für mich war es anders. Mein Vater hat sich immer mit einer Hockeymaske im Schrank versteckt. Und heute werfe ich vor dem Schlafen einen Stein in den Schrank. Oh, das ist hart. Du Armer. Kein Wunder, dass du ein Wrack bist. Das war ein Witz. Moment, was meinst du mit Wrack? Nichts, gar nicht. Vergiss einmal, was ich gesagt habe. Ah, er will stumm. Mann, du hast sein Gesicht sehen sollen. Ja, hör auf, wenn ich einmal ein normales Gespräch führe. Wieso musst du mich immer so veralbern, Rudolf? Mein Papa hat mir diese Art Scherz beigebracht. Er ist echt der Beste. Vielleicht haben wir doch eine Gemeinsamkeit, Kratz. Ihr seid alle einfach nur behindert.
Ja, Allegro, al dente, alles klar, Leute, das muss ja mal reichen. Womit wir wieder bei Misty wären. Das war jetzt kein Zusammenhang, ist Lonimaschine. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja, das ist jetzt blöd. Das ist witzig, weil Togepi, weiß ich ja nicht so genau, aber das macht's halt auch nicht besser. Trust me, I'm Loni. Pikachu liebt mich. Ich sollte aufhören, random Zitate vorzulesen. Ja. Muss reichen für heute. Ich werde unseren UFO-Typen morgen nicht verabschieden, weil ich habe keinen Bock drauf. Ja, und ich würde sagen, mehr muss man. Ja, das muss für heute reichen. Ich lege noch kurz den Teppich ab. Dann habe ich eine sehr erfolgreiche Aufnahme hinter mir. Die sogar fast 2 Stunden gedauert hat. Unglaublich. Wie man sein Leben nur so verschwenden kann. Und. Ab mit dem Teppich. Ab mit dem Teppich. Ab mit dem Teppich. Oh yeah. Dann sage ich vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal bei Animal Crossing Wild World. Tipp und Loni haut raus. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Was?